Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Ihr seht es schon heute mit den Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo. Vor ein paar Tagen hat er seine Supermax Extension bei den Milwaukee Bucks unterschrieben. Und die große Frage, die sich alle stellen, war das die richtige Entscheidung? Und wird Giannis in den nächsten 5 Jahren bei den Milwaukee Bucks einen Titel gewinnen? Und dieser Frage werden wir heute mal nachgehen. Die erste Saison, bin ich ganz ehrlich, werden wir einfach nur durchsimulieren, weil das ist das, was die Bucks an Spielermaterial haben. Und ich bin mir relativ sicher, die Bucks haben in der Saison keine Chance auf den Titel. Ich sag, die Bucks haben nicht mal eine Chance auf die Finals. Checkt gerne meinen anderen Kanal ab. Ich habe ein Video gemacht zu der Supermax Extension von Giannis Antetokounmpo. Und mein Western Conference Power Ranking sollte mittlerweile eigentlich auch online sein. Also, gehen wir rein und erstes Jahr, wie gesagt, ziehen wir ganz normal durch und dann gucken wir, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht um Giannis herum was aufbauen können, um den Titel irgendwie abzugreifen. Ich sag euch trotz allem, das wird definitiv keine leichte Aufgabe, denn man hat eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation. Wir gucken uns zum einen mal erstmal die Gehaltstabelle an. So, also nehmen wir auch gleich mal die aus 2021-22, denn da greift dann Giannis seine Supermax Extension. 39 Millionen, 35 Millionen, dann Holiday hat eine Player Option, die er dann wahrscheinlich ablehnen wird. Wir müssen dann eigentlich fast mit unseren, ja, Bird Rights reinklopfen. Und dann hast du hier alleine 3 Spieler, die halt ordentlich fressen. Dann hast du noch Lopez, DJ Augustin. Du hast eigentlich fast überhaupt keinen Cap-Space, um irgendwie was zu machen. Die einzige Möglichkeit, die wir tatsächlich hätten, dass wir Middleton traden für einen besseren Vertrag, für einen besseren Spieler und dass wir vielleicht auf Holiday verzichten und versuchen, das irgendwie anderweitig vielleicht gegen einen brutalen Center einzutauschen. Aber ansonsten sind uns die Hände gebunden, weil auch, wenn wir uns mal angucken, was wir da noch an Picks haben, dann seht ihr, wir haben so viel abgegeben für Holiday. Wir haben noch genau 2 First-Round-Picks, der aus 2021 und 2023, das ist der Schutzersatz. Und ansonsten haben wir nur noch 4 Second-Round-Picks. Also mit den Bucks da wirklich was zu reißen, das wird eine harte Aufgabe. Wir gucken mal ganz kurz rein, wie die jetzt hier spielen würden. Di Vincenzo auf der 1. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es eher so ist. Holiday auf der 1, Di Vincenzo auf der 2, Middleton, Brook Lopez und dann, ja, was halt da noch so rumläuft. Eine 10er-Rotation, die mache ich mal etwas kleiner. Mike Budenholzer als Coach. Leistungsfaktor darf auch ein bisschen höher sein. Naja, aber er will ihn tatsächlich, nein. Aber wir lassen Holiday auf der 1 starten. Simulieren wir einfach mal durch. Es wäre jetzt natürlich überragend, wenn im ersten Jahr My NBA meint, da direkt uns den Titel geben zu müssen. Aber ich glaube es nicht. So, deswegen, let's go, Leute. Aber wir sehen selbst hier in der Simulation, alleine ein Giannis Antetokounmpo reicht, um über 50 Siege zu holen. MVP, ja, Giannis 30 Punkte, 16 Rebounds, 65% von der Freiwurflinie, 53% aus dem Feld und 32,8% from Downtown. Wiseman wird Rookie of the Year, Giannis dann auch Defensive Player. Ich sage euch ganz ehrlich, Giannis hat keine Chance, nochmal MVP zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das dritte Mal in Folge das als Europäer schafft, glaube ich nicht dran. Es wäre, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon am Anfang gesagt, es wäre jetzt so ein Witz, wenn wir... Nee, aber jetzt gegen Philly gehen wir raus. Jetzt gegen Philly gehen wir raus. Ja, da soll ich die Challenge nach 5 Minuten zumachen? Nein, die Clippers schlagen uns in den Finals mit 4:3. Kawhi Leonard, Finals MVP. Soll ich mich darüber jetzt freuen oder soll ich traurig sein? Ich kann es euch gerade eben gar nicht sagen. Es wäre natürlich oberwitzig gewesen. Ich habe überhaupt nichts gemacht und dann wirst du am Ende Champion. Aber in dem Fall hat es dann nicht geklappt. Aber ist schon krass, also dass wir trotz allem in die Finals gehen. Ja, du hast halt mit Giannis einfach einen der besten Spieler. So. Ich werde mal ganz kurz hier das anpassen, ist für euch nicht interessant. Wir skippen dann direkt weiter. So, wir gehen rein in den NBA Draft. Wir haben auf jeden Fall einen Pick. Und zwar an der 26. Ja. Können wir damit jetzt irgendwas machen? 26. Pick. Wir können mal gucken.
Top 3 geschützt von den Sixers. Also wir würden da auf jeden Fall einen First Round Pick rauskriegen. Ja? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, kann ich noch einen Spieler integrieren und vielleicht noch irgendwie. Ja, DJ Augustin ist auch nicht mehr der Jüngste und kassiert auch 7 Millionen. DeLon Wright, Dotson, First Round Pick und Edwards, Patrick Beverly. Und hier kriegen wir zwei First Round Picks. Einmal ungeschützt und einmal Top 5 geschützt. Come on. Erster kleiner Move, um mal wieder ein bisschen Picks hier reinzukriegen. Ja? Weil, ja, also der 26. Pick, der hätte uns jetzt gar nichts gebracht. Können wir bis zum Ende simulieren. Dann ist das Ding für uns auch ehrlich gesagt schon durch. Rookie-Verpflichtungen. Dann gucken wir mal. Holiday hat angenommen. Oh no! Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich mich nicht täusche? Dass er unrestricted free agent wird im Jahr drauf. Das ist eigentlich das wahrscheinlich das schlechtere Szenario, was uns passieren konnte. Ja. Ja, okay. DJ Wilson hat eine 72. Dem Bruder, ja. Ist ja keine Brother Challenge. Also beide auf Wiedersehen und Goodbye. Denn wir müssen gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen was machen. Wir haben Holiday, DiVincenzo, Forbes, Connaughton, Middleton, Giannis ist klar. Haben wir jetzt gerade eben überhaupt Capspace frei für irgendwas? Nicht, ja, für so einen Typen wie Jeff Teague. Also um die 5 Millionen können wir reinbuttern, um jetzt einen Point Guard abzugreifen. Das ist einfach so krass wild. Aber ich muss fast sagen, da ist Jeff Teague wahrscheinlich noch mit das Beste, was du kriegen kannst. Deswegen mache ich ihn mal im Angebot. Redick will 4 Millionen. Valentine. JaVale McGee. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Also, lass uns erstmal durchs Moratorium durchgehen. Willkommen in der Free Agency. Wir brauchen einen Point Guard. Wir brauchen definitiv keinen Shooting Guard. Und wir brauchen noch den einen oder anderen Big Man. Und das... Oh, Avery Bradley, der wäre natürlich top für uns. Alleine auch vom System-Matching. Olynyk kann man sich auch gönnen. John Hansen. Boah, Alter, was da so rumläuft, da wird der echt schlecht. Jordan Bell gebe ich auch mal einen Vertrag, weil den kann man wunderbar als Power Forward auch einsetzen und dann hat er eine höhere Wertung. Ich habe schon alles abgegeben. Also Jordan Bell sagt ja. Dann Bobby Portis, der... Ach, da haben wir die Bird Rights. Ja, komm, müssen wir halten. Hat zumindest eine 78, wird für uns wahrscheinlich einen gewissen Wert haben, wenn wir ihn traden wollen. Leonard Patterson hat auch gar keine so schlechte Defense. Okay. Olynyk sagt ja, Bradley sagt ja, Portis sagt ja. Patterson sagt ja. Und dann sieht das doch gerade gar nicht mehr so schlecht aus. Jeff Teague, Avery Bradley, Holiday, DiVincenzo. Okay, okay, okay. Wow. Okay, ich glaube, wir sind schon voll. Wir können aufhören. Okay, also, die Frage ist, was machen wir jetzt? Middleton. Ich bin am Überlegen, ob ich Middleton für einen Point Guard trade. DiVincenzo dann auf die 2 packe und Holiday auf die 3. Das ist sicherlich nicht optimal. Oh, dann hast du auch noch Brook Lopez. Okay, andere Idee. Und zwar sich einen Defensivmonster zu holen. Rudy Gobert für Chris Middleton. Das könnte man rein theoretisch machen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich ihn nicht unter Wert abgebe. Wir halten nicht genug für das, was wir abgeben. Okay, dann... Dann wollen sie Jeff Teague, dann wollen sie uns Willy Hernan Gomez geben. Alter.
bestimmt nicht. So, aber diese ganzen Zweitrunden-Picks, Mann, die können wir ihnen geben. Die wollen uns die ganze Zeit Willy Hernan Gomez aufs Auge drücken. Ja, dann kann ich ja gleich den ursprünglichen Trade annehmen, oder? Oh, ist das der richtige Move? Come on, wir müssen irgendwas bewegen. Wir müssen irgendwas bewegen und mit Rudy Gobert hast du auf jeden Fall, also Giannis und Rudy Gobert alleine in der Defense, das ist doch einfach schon mega krank. Jetzt haben wir aber natürlich ein großes Problem und eine fette, riesen fette Lücke. Das ist die Small Forward Position. Und jetzt zeige ich euch nochmal das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar Holiday wird unrestricted free agent. Und deswegen müssen wir Holiday jetzt quasi abgeben. Diese 27 Millionen ist ein Riesenverteidiger. Wir müssen allerdings jetzt realistisch bleiben. Wenn wir in den nächsten 5 Jahren einen Titel gewinnen wollen, dann brauchen wir jetzt einen überragenden Small Forward oder einen überragenden Point Guard. Oh, der ist hier schon mal nicht am Start. Robert Williams. Was sind denn das alles für Angebote? Aber ist natürlich klar, also wenn jetzt der CPU logisch agiert und was er gerade eben anscheinend tut, dann gibt er uns natürlich nichts Großes, weil der Vertrag ausläuft von Holiday. Das heißt, wir müssen jetzt selber suchen. Jonathan Isaac. Boah, Jonathan Isaac wäre richtig nice. Come on. Hier könnt ihr haben. Gebe euch noch ein paar Zweitrunden-Picks. Komm, das reicht schon. Yes. Auch wenn das auch wieder ordentlich viel war, muss man sagen. Aber jetzt haben wir Jonathan Isaac, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert. Also eigentlich darf alleine auf den großen Positionen darf überhaupt keiner Punkte machen. DiVincenzo als Shooting Guard, damit kann ich ehrlich gesagt einigermaßen leben. Und jetzt ist das größte Fragezeichen, was wir gerade eben noch haben, ist die Point Guard Position. Denn da mit Jeff Teague noch rumzulaufen, das ist zu schlecht. Sondern von den ganzen Top Point Guards, die können wir alle vergessen, alleine weil die Verträge haben, dass es einem die Schuhe auszieht. Okay, anderer Move. Und zwar, wir hauen jetzt mal alle Spieler, die wir nicht brauchen, raus, um in irgendeiner Art und Weise Picks zu sammeln. Patterson, der erste, der an die Lakers geht für einen First-Round-Pick. Das ist gerade die Möglichkeit, die wir noch haben. Dann Jordan Bell wird bei uns. Wobei, Moment, da wollen wir natürlich so schlau sein. Und Jordan Bell auf die Power-Forward-Position packen. Dann bin ich mir relativ sicher, dass wir da auch noch einen First-Round-Pick absahnen könnten. Hier von Philly ist schon mal einer am Start. Klicken wir mal schnell durch. Patrick Beverley. Daniel Theis. Dann der von den Denver Nuggets. Alex Caruso. Und hier bekommen wir 2 Picks von den Golden State Warriors. Ciao und auf Wiedersehen. Weiter geht's, Leute. Wir ziehen das jetzt durch. Hernan Gomez brauche ich nicht. Habe ich vorhin in dem Paket bekommen. Ein Spieler, der bei mir niemals zum Einsatz kommen wird. Schon alleine nicht, weil ich Brook Lopez gerade eben noch habe. Und deswegen, was uns passieren kann, dass wir nochmal Picks bekommen. Und zwar hier von den Miami Heat. Ich klicke einmal schnell durch. Phoenix Suns. Ah, nehme ich die von. Ah, welche Picks könnten mehr wert sein? 24. Und was waren die Heat? 25. Ah, ich glaube, das nimmt sich nichts. Nimm mal die von den Heat. Okay. Bam! Und die Spurs sagen ja. Let's go. DeJounte Murray, willkommen.
DeJounte Murray, DiVincenzo, Jonathan Isaac, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Bobby Portis von draußen, Olynyk, Jeff Teague, Connaughton. Wir pflügen hier einmal durch die Saison. Man muss sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein besseres Defensivteam hatte als jetzt. Weil das sind so vier krass starke Verteidiger in der Starting Five. Selbst DiVincenzo ist jetzt kein Blinder. Giannis wird wieder MVP. Jonathan Isaac, Defensive Player of the Year. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir jetzt kommen können. Hier drüben, wir müssen ran gegen die Atlanta Hawks. Boah, Alter, dass wir da zwei Spiele gegen die Hawks verlieren. Gegen die Heat gibt es dann einen Sweep. Und gegen die Boston Celtics gehen wir raus. Wahrscheinlich, weil es an der Offense... Ah, fuck. Also, Jahr Nummer 2. Wir fliegen raus gegen den Champion. Gegen Jason Tatum und die Boston Celtics. Okay. Was können wir jetzt noch machen, Mann? Ja, Draft-Lotterie für uns wieder nicht relevant. Wo sind wir? Ich glaube, wir haben nicht mal mehr einen Pick am Start, wenn ich mich nicht täusche, weil wir die ganzen Picks hergegeben haben. Was können wir jetzt noch machen? Also erstmal einen Top-Physio verpflichten. Wenn es klappt, zögerlich, klappt natürlich nicht. Ja, ist auch egal. NBA Draft. Oh Gott, ich hätte jetzt eigentlich schon gehofft, dass wir mit dem Team... Bobby Portis ist eine Team-Option. Ich glaube, das können wir ablehnen. Weiß ich nicht, ob wir Jeff Teague... Ja, komm. Behalten wir mal. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir haben keinen Cap-Space frei. Wir haben keine Picks. Und ich glaube, ich habe jetzt schon alles gemacht, was in irgendeiner Art und Weise irgendwie machbar ist. Jetzt können wir versuchen, dass wir noch einen besseren... dass wir noch einen besseren Shooting Guard bekommen. Das ist so das Einzige, was wir jetzt irgendwie in Angriff nehmen können. Ah, DiVincenzo, der ist mittlerweile auf eine 85 hoch, was schon auch echt stabil ist. Hat nur das Angebot von uns. Marcus Smart könnten wir uns leisten. Die Frage ist jetzt gerade eben echt... Ich brauche wahrscheinlich mehr Offense. Oder brauche ich mehr? Oh, Leute, ich drehe gerade echt durch, ey. Also, Marcus Smart sagt ja. Der von draußen natürlich als Verteidiger auch nochmal über... Oder vielleicht sogar in der Starting 5 überragend wäre. So, Free Agency Tag 1. Wir können nur noch ein Minimum anbieten. Mehr nicht. Bei DiVincenzo müssen wir jetzt einfach nur abwarten. Ich brauche einen Small Forward und ich brauche einen Center. DiVincenzo ist bereit, ein Angebot von den Pistons anzunehmen. Ja, wir müssen gleich ziehen. Wir müssen die Kohle raushauen. Ich glaube, ich habe einen Mini-Plan, wie es weitergehen könnte. Aber es ist echt bloß ein Mini-Plan. Ich sage jetzt erstmal jeden ab, der hier einigermaßen einen Wert haben könnte, den wir später auch vielleicht traden können. Und dann let's go. Mein Ziel ist jetzt, DiVincenzo in irgendeinem Paket für einen besseren Shooting Guard zu traden. Das ist unsere Starting 5. Also 88, 86, 90, 99, 86. Von draußen Smart. Oder warte, ich packe DeJounte Murray auf die 2 und trade für einen besseren Point Guard. Leute, ihr macht mich fertig. Mal mit das Ding hier durch ist, bin ich echt froh. Weil das ist mal wirklich so eine richtige Kopfzerbrecherei. Brockton.
was jetzt sogar gehen würde mit dem Vertrag von... Dinwiddie, Lonzo Ball, ja, es wäre das krasseste defensive Team, was ich jemals hatte. Da müssen wir schon noch irgendwie einen Pick rausholen hier. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, ja, aber ich nicht. Jetzt wollen die da echt rumscheißen wegen einem. Dann gib mir wenigstens einen Zweitrunden-Pick oder irgendwas. Geil. Sie wollen es sowieso nicht machen. Bam! Alter, erstmal Killian Hayes abgestaubt. Okay. Das bedeutet, unsere neue Starting Five. Killian Hayes, DeJounte Murray, Jonathan Isaac, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert. Portas von draußen. Smart von draußen. Ich bräuchte jetzt noch so einen Derrick Rose oder irgendwie sowas, einen Backup Point Guard. Wobei, das kann Smart kann ja sowohl Point Guard als auch Shooting Guard spielen. Bobby Portis kann Center und Power Forward spielen. Und dann holen wir uns noch Robert Covington. Ich will nicht zu optimistisch sein, weil es dann meistens in die Hose geht. Aber Rocco jetzt auch noch als... Jetzt habe ich Smart, Bobby Portis. Bin ich damit zufrieden? Oder will ich lieber noch einen wirklichen Center haben? So in die Richtung Robert Williams. Was hat Bobby Portis für einen Vertrag? 7 Millionen. Das würde wahrscheinlich sogar gehen. Wobei, die sind jetzt beide... Robert Williams ist auch nicht gerade der Größte. Miles Turner hat 18 Millionen, das ist schon zu viel. Whiteside hat da zumindest sehr, sehr viele Plaketten und ist im Spiel besser als in der Realität. Was wollen Sie? Sag. Okay. So, und jetzt ganz ehrlich, also mehr kann ich jetzt nicht mehr machen. Killian Hayes, DeJounte Murray, Jonathan Isaac, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Whiteside von draußen, wird gleich noch die Rotation anpassen. Rocco und Smart übernimmt dann die Point Guard und Shooting Guard Position. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein besser aufgestelltes defensives Team. Ich mache jetzt noch schnell die Rotation rein und dann Abfahrt. Wie immer, die Regular Season sieht überragend gut und stark aus. Also wir holen wieder über 60. Giannis wird dreimal hintereinander MVP. Jonathan Isaac wird wieder Defensive Player of the Year. Killian Hayes wird Most Improved Player. Bitte, come on. Gegen die Raptors. Wer spielt bei den Hawks? Trae Young, Bogdanovic, Reddish, Okongwu, DeMarcus Cousins. 4-1. Jetzt geht wieder Boston. Wieder Boston. Und wahrscheinlich relativ ähnlich das Team wie auch im letzten Jahr. 4-0 dieses Mal. Let's go. Und jetzt gegen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Bell und Wiseman. Oh Gott. Ich habe Angst, Leute. 1-0. 2-0. 2-1. 3-1. 4-1. Giannis, Finals MVP. 30 Punkte, 15 Rebounds,
51% aus dem Feld und 28% für am Downtown, also richtig schlecht. Aber wir haben es gepackt, Mann. Yes! Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, das beste defensive Team, was ich jemals aufgestellt habe. Nenne Starting Five mit diesen fünf Leuten, ne? Also mit Giannis, mit Rudy Gobert, Jonathan Isaac. Jetzt kriege ich es gleich nicht mehr zusammen vor lauter Euphorie. Dejounte Murray und zu guter Letzt, wer war noch am Start? Ja, Killian Hayes. Aber Killian Hayes, 13 Assists. Und ich glaube genau, das war der Typ, den ich noch so ein bisschen gebraucht habe, auch wenn die Dreierquote jetzt hier bei allen nicht überragend ist. Aber kann Giannis in diesen fünf Jahren den Titel gewinnen? Klar, es ist alles immer möglich, aber es wird verdammt schwierig, denn die Realität ist nicht NBA 2K21 und du wirst so eine Starting Five, wie ich sie hier habe, die wirst du niemals zusammenkriegen. Also da müsstest du schon so clever agieren und alleine von den Gehältern her. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Giannis bei den Bucks meinen Titel gewinnt. Wir haben es allerdings hier geschafft in der Rebuild Challenge. Für heute sind wir durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.